Tirolesia nennt die junge Tiroler Fotografin Helena Lea Mannhardsberger ihr Kunstprojekt. Dieses verbindet Erinnerungen und Geschichten von Menschen miteinander. Mannhardsberger war mit dem Motorrad 3 Wochen lang in Indonesien unterwegs. Sie hatte Fotos von Tirol dabei und ließ Indonesier diese Bilder beschreiben. Daraus entstanden eine Ausstellung und ein Film, die derzeit in Innsbruck zu sehen sind. Mit 30 typischen Tirol-Bildern im Gepäck fuhr die Fotografin Helena Lea Mannhardsberger durch Teile Indonesiens und bat die Menschen, die sie dort traf, auf diese Bilder zu reagieren und ihre eigenen Geschichten dazu zu erzählen. Und die Leute haben sich selber aus diesem Pool aus ca. 30 Fotos eins ausgesucht, dass sie stark an irgendwas erinnert, und dieses Erlebnis haben sie mir erzählt. Und es war auch ihre Wahl. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie Geschichten suchen habe müssen und irgendwie Leute unter Druck gesetzt habe, sondern die Leute haben das erzählt und waren oft war auch dann, nachdem die Kamera aus war oder so, ist dann noch ewig weitergegangen. Und es ist einfach, man kommt schnell mit Leuten zusammen. Das war dasselbe Erlebnis in Indonesien wie in Tirol. Denn die Tirolerin nahm den Künstler Digi Sigit mit in ihre Heimat, damit er die Tiroler mit Bildern aus Indonesien konfrontieren konnte. Denn das Projekt sollte die Perspektiven wechseln. Das ist ein Bild, das einfängt, was ich selber da in Tirol oft erlebe. Das ist eben das Sein in der Natur, in den Bergen, wo einfach quasi das Leben sich spüren, ganz direkt spüren lässt über eben die Erde, die Pflanzen und das Wetter. Das Spannende ist einfach, dass man viele Dinge sind für mich schon blinde Flecken, das sehe ich nicht mehr. Aber wenn er unterwegs ist, stellt er Fragen, sieht Dinge, die ich nicht sehe, und so können wir gegenseitig eigentlich durch das andere übers eigene lernen. Tirolesia ist der Austausch von Menschen aus 2 Regionen, die einander geografisch und kulturell scheinbar fernstehen, aber deren Geschichten einander doch erstaunlich ähnlich sind.